Dann herzlich willkommen zur Veranstaltung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Wir haben diese Veranstaltung mit der Leipziger Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen, mit der Magdeburger Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen mit drei Referenten zusammen geplant und vorbereitet, mit Höhen und Tiefen. Und ich freue mich, dass Sie dieser Einladung, die wir damit sozusagen auch an den Katholikentag gesendet haben, gefolgt sind und dass Sie so zahlreich gefolgt sind und diesen Weg gefunden haben hier ins Grassi-Museum. Und wir versprechen Ihnen, dass sich der Weg gelohnt hat hierher. Und wir hoffen auch, dass Sie da mit uns gleich einer Meinung sind. Denn etwas an diesem Thema muss Sie ja interessiert haben, sonst wären Sie nicht hier. So freiwillig. Und Freiheit ist eine der großen zentralen Themen, um die es beim bedingungslosen Grundeinkommen ja gibt. Also das Grundeinkommen soll Freiheit ermöglichen. Es soll die eigene Lebensarbeit, also sowohl die Art der Arbeit als auch die Zeit der Arbeit, nach eigenem Willen möglichst zu gestalten ermöglichen. Oder es soll auch ermöglichen, zu solchen Veranstaltungen wie dem Katholikentag mitten in der Woche, also in einer Arbeitswoche zu fahren. Auch das soll freiheitlich möglich sein. Im Eingang haben Sie einige Dinge bedingungslos sich auch nehmen können. Da war einmal der 1000-Euro-Schein. Den nehmen Sie einfach zu Ihrer eigenen Freude oder als Taschengeld für Ihre Freunde, zur Freude von anderen. Dann gab es da ein paar Kamellen. Ich hoffe, auch da haben Sie sich bedient. Ich finde, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist ein Thema, das es sich lohnt, so richtig gemütlich durchzukauen, von allen Seiten auch, weil es da viel Geschmack drin ist. Also man kann das ja entweder bedächtig machen oder ganz energisch durchkauen. Bei uns war schon alles drin, nicht wahr? Ja, manche sind vielleicht auch gelangweilt davon, aber auch da gibt es ja die Möglichkeit, man kann da ja auch gelangweilt drauf rumkauen. Aber gegen Langeweile hilft nicht nur die Kamelle, sondern auch eine der Eintrittskarten, die Sie hoffentlich alle haben. Da kann man sich hier im Kunstmuseum künstlerisch austoben auf dieser Karte, wenn Sie das möchten. Also Kreativität kann frei werden, auch das ein Anliegen, das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verbunden wird, die eigene Kreativität so zum Ausdruck bringen, wie man das gerne möchte. Ohne Leistungsdruck und ohne Bewertungsdruck. Auch das also eine Hoffnung, die sich mit dem Grundeinkommen verbindet. Aber wir haben natürlich auch noch einen Hintergedanken mit diesen Eintrittskarten. Wenn Ihnen etwas an den Vorträgen missfällt oder wenn Ihnen etwas fehlt oder wenn Sie eine Bemerkung haben oder eine Frage offen bleibt, dann dürfen Sie die gerne hier notieren und ich werde die nachher einsammeln und dann werden wir die ins Podium geben. Auf diesen Karten können also ganz einfache Schlagworte nur draufstehen, wie zum Beispiel Thema Rente, wenn Sie merken, das ist Ihnen irgendwie zu kurz gekommen oder es ist nicht in Ihrem Sinne sozusagen behandelt, dann schreiben Sie einfach nur dieses Schlagwort drauf. Wenn es irgendeine ganz spezifische Frage ist, dann schreiben Sie die Frage in voller Länge drauf. Wir können nicht versprechen, dass wir alles beantworten können, obwohl wir hier die besten Experten zusammengerufen haben. Aber ja, kurze Schlagworte haben natürlich die höhere Wahrscheinlichkeit, auch irgendwie behandelt zu werden. Und die Experten möchte ich jetzt noch kurz vorstellen. Da wäre einmal Matthias Schweitzer zu meiner Rechten gleich. Der ist ein freigestellter Gewerkschafter bei der Deutschen Telekom und arbeitet schon seit vielen Jahren daran, das Thema Grundeinkommen in die Gewerkschaften zu tragen, bei ganz, ganz viel Widerstand. Er ist der Meinung, dass die Gewerkschaften dieses Thema unbedingt aufgreifen müssen, weil es doch in ihrem Sinne sei. Und dass sie selbst wiederum von diesem Grundeinkommen profitieren würden, weil die Beschäftigten auf Augenhöhe mit Arbeitgebern selber verhandeln könnten, weil es also die Verhandlungsmacht der Beschäftigten stärkt und sich dann wiederum die Gewerkschaften wieder um das kümmern können, über ihren Kernbereich, also um ihren Kernbereich kümmern können, nämlich um gute Arbeit in guten Betrieben, statt so wie jetzt immer nur dem Sozialabbau hinterher zu hecheln. Ist das? Genau. Dann haben wir als zweiten Referenten Matthias Blöcher von der katholischen Arbeitnehmerbewegung in Köln. Er beschäftigt sich aufberuflich mit diesem Thema. Und er hat mich im Vorfeld dieser Veranstaltung gelehrt, dass auch ein wichtiger Punkt des Grundeinkommens, es gibt ja Leute wie mich, die arbeiten wochenlang vorher, alles schon fertig bis auf den letzten Punkt und er arbeitet punktgenau und so soll es beim Grundeinkommen ja sein, jeder so wie er mag. Es war ein bisschen so, wird es so alles? Aber wenn es drauf ankommt, ist alles gut. Und dann haben wir noch Herrn Dr. Ulrich Schachtschneider. Der ist Energieberater, freier Sozialwissenschaftler und Autor und auch, so wie Matthias Blöcher, aktiv im Netzwerk Grundeinkommen und hat als Hauptforschungsinteresse die Nachhaltigkeit in das Grundeinkommen getragen
Und seine Hauptfrage ist da, wie können wir Sozial- und Umweltpolitik in einer liberalen Weise integrieren mit dem Grundeinkommen? Und hat dazu auch ein Buch veröffentlicht vor 2 Jahren. Das nennt sich Freiheit, Gleichheit, Gelassenheit. Und jetzt würde ich als erstes, Matthias, dich ans Rednerpult lassen. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Grundeinkommensfreunde, es ist mir also eine große Ehre, jetzt hier zum 100. Katholikentag auftreten zu dürfen und zum Thema Zukunft der Arbeit mal ein paar Worte rüberbringen zu dürfen. Ich bin gefragt worden, ob ich nicht Interesse hätte, das einfach mal so in so einer kleinen Vortragsform hier darzustellen. Da habe ich natürlich sofort zugesagt, als ich gehört habe, dass das Thema Grundeinkommen da eine Rolle spielt. Weil die Nicola Tickert, die hat ja das schon erwähnt, ich bin also ein glühender Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Und das Thema Grundeinkommen ist, denke ich mal, auch sehr, sehr wichtig, dass das wenigstens in einer Veranstaltung zum Katholikentag dann auch behandelt wird. Ja, okay. Ich habe mir überlegt bei dem Vortrag, was ist eigentlich Arbeit? Das sollte man im Prinzip einfach sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Als zweiten Punkt informiere ich auch oder diskutieren wir auch Vergangenheit der Erwerbsarbeit, dass wir uns das einfach nochmal anschauen. Zum dritten die Erwerbsarbeit derzeit. Also da ist einiges im Umbruch, da sind einige Dinge, die in nächster Zeit kommen werden, die wir uns einfach mal anschauen sollten, um dann letztlich auch die Erwerbsarbeit zukünftig uns fiktiv einfach mal anzuschauen. Und letztlich dann das Fazit, was ich immer vorher gezogen habe, aber da können wir gerne im Anschluss drüber diskutieren. Was ist Arbeit? Es gibt so viele Formen von Arbeit, zum Beispiel Familienarbeit. Unterhalb der Familienarbeit gibt es die Kindererziehung, es gibt die Altenpflege, es gibt die Ehrenämter. Sie merken schon, wenn ich das jetzt hier alles aufrufe, dann sagen Sie, naja, Arbeit, 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 das ist Erwerbsarbeit. Was will er denn eigentlich von uns? Das Einzige, was eine Rolle spielt in dieser Gesellschaft, ist eigentlich Erwerbsarbeit. Das andere wird nebenbei alles erledigt und wird auch nicht gewürdigt in der Form. Aber wir sollten uns vor Augen halten, dass das Arbeitsformen sind, die dazugehören. Und deswegen rufe ich die an der Stelle auch einfach mal mit auf. In dem Ehrenamt arbeiten Stadträte, die Freiwillige Feuerwehr, nicht zuletzt kirchliches Ehrenamt, Vereinsarbeit, Erwerbsarbeit. Und Sie sehen, das sind alles Arbeiten, die erforderlich sind, um einfach eine Gesellschaft, so wie sie funktioniert, so wie sie auch bei uns funktioniert, am Leben zu erhalten. Und wir greifen, Sie sehen es jetzt unten, einen Punkt raus, aus diesen vielen Punkten der Arbeiten, die zu erledigen sind, auch die innerhalb einer Gesellschaft wichtig sind, Erwerbsarbeit, und schauen uns das mal näher an. Wie sah es in der Vergangenheit aus? Wir erinnern uns, sie war zunächst geprägt vom Ernähren, Feldwirtschaft, Viehzucht. Später kamen administrative, organisatorische und andere Erwerbsarbeitsformen dazu. Und mit Beginn der Industrialisierung begann die Erwerbsarbeit sich zu entnaturalisieren. Wenn wir uns an die Fortschen ersten Maschinen und Maschinenstränge erinnern, hat also das Taktmodell eingeführt. Und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das sind so die Dinge, die da eine Rolle spielen. Was auch eine Rolle spielt in der Vergangenheit, das sind die sogenannten Kondratjew-Zyklen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal was von Kondratjew von Ihnen gehört hat. Makroökonomie? Noch nicht? Also Kondratjew ist einer der besten Makroökonomen gewesen des letzten Jahrhunderts. Er ist ein Weggefährte von Lenin gewesen. Hat auch ein makroökonomisches Institut in Moskau in den 20er Jahren gegründet. Er hat nur einen Fehler gehabt, er hat immer die Wahrheit gesagt. Zumindest das, was er wissenschaftlich ermittelt und auch in seinem Institut dann auch festgestellt hat. Da hat er immer sehr offen geredet. So, und das war zu der Zeit unter Lenin möglicherweise noch möglich für ihn. Also es hat einen Weltruhm, dieses Institut in Moskau gehabt. Kondratjew hat sozusagen die einzelnen Zyklen alle 70 bis 80 Jahre mit Innovationen festgelegt, hat auch mal nach hinten, nach vorne geschaut und sowas alles. Und auf diesen Kondratjew-Zyklen sind im Prinzip alle 5 bis 10 Jahre kleine Zyklen. Ne? Aber wie gesagt, das Große sind die sogenannten Kondratjew-Zyklen. Und Kondratjew seinerzeit dann, nachdem Lenin gestorben ist, ist er zu Stalin gerufen worden. Und Stalin hat gesagt, die Weltwirtschaftskrise war zu der Zeit, jetzt geht der Kapitalismus, der Imperialismus zugrunde.
Kondratieff hat gesagt, nee, das ist bloß ein Negativzyklus. Es gibt die nächste Innovation, dann geht es wieder nach oben. Und das hätte er nicht sagen dürfen. Kondratieff ist in den Gulag gekommen und ist dann auch hingerichtet worden. Gut, also wie gesagt, dieser Kondratieff und diese Kondratieff-Zyklen, die beschreiben also diese ganzen Zyklen. Der erste Kondratieff-Zyklus, der war so 1780 bis 1850. Und wenn man sich dann an diese Zeit zurückerinnert, was war ganz wichtig, was war ganz groß zu der Zeit? Die Tuchindustrie in der Industrie, die Weber, also eine sehr, sehr schwere und schwierige Arbeit, sage ich jetzt mal so, für damalige Zeiten. Also es wurde vieles mit Hand in den einzelnen Häusern, wurde gewebt. Und dann ging es los, da sind die ersten Maschinen entwickelt worden. Das waren dann sozusagen die Dampfmaschinen, die dann angefangen haben, die Textilindustrie umzukrempeln. Bedeutete für die, die in Heimarbeit ihre Tätigkeit gemacht haben, sie brauchten es nicht mehr in Heimarbeit zu machen, aber es wurde bloß noch ein Bruchteil von den Beschäftigten benötigt, um die Arbeiten zu erledigen. Die Arbeitsbedingungen in den Fabriken waren auch nicht viel besser möglicherweise als zu Hause, aber es hat einfach einen unheimlich hohen Rationalisierungseffekt gegeben. Mit dem Ergebnis, dass es zu Massenunruhen gekommen ist, mit dem Ergebnis, dass Maschinenstürmer angefangen haben, die Webmaschinen kaputt zu schlagen, weil ihre Lebensgrundlage, ihre Existenzgrundlage entzogen worden ist. Und das kann man sich im Prinzip bei den ganzen weiteren Kondratieff-Zyklen einfach mal angucken, was passiert. Es gibt also ein Auf und ein Ab der Erwerbsarbeit, der Tätigkeiten. Das geht dann über den Massentransport, Eisenbahn und Stahl, 1850, 1870, 1890. Das sind im Prinzip die ganzen Innovationen, die die Menschen sich gegeben haben, zum Beispiel um auch in Nordamerika, in damaligen USA, in Richtung Westen zu kommen. Da wurde eben die Eisenbahn erfunden. Das ist einfach so dann passiert. Und ja, das ist sozusagen auch ein Ausfluss eines Kondratieff-Zykluses. Es geht dann weiter über die Elektrotechnik, chemische Industrie, 1890 bis 1920. Weltwirtschaftskrise, die ich schon erwähnt habe, ein Kondratieff-Zyklus ging zu Ende, ging dann weiter, es ging wieder nach oben und wir befinden uns derzeit im sechsten Kondratieff. Wir befinden uns im sechsten Kondratieff, Biotechnologie, psychosoziale Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit, wie das wirkt, beziehungsweise wie das sich auf jeden Einzelnen von uns auswirkt, ist derzeit also noch ziemlich offen. Wir wissen nur eins, dass die Erwerbsarbeit sich in einem massivsten Umbruch befindet. Wir werden uns das noch anhand der nächsten Folien mal angucken. Typisches Einkaufszentrum, dass die Kassen nicht besetzt sind, ist nicht mit Absicht. Das war auf dem Foto nur so. Also nicht, dass Sie denken, das sind schon selbstscannende Kassen mit RFID-Chips oder sowas versehene Produkte. Da sind wir noch nicht. Also das ist einfach nur derzeit ein Einkaufsmarkt. Das ist also auch ein sehr großes Erwerbsarbeitspotenzial. Nächstes ist Autoindustrie, Automobilindustrie, auch eines der größten Erwerbsarbeitspotenziale in Deutschland. Nicht erschrecken, hier sind keine Menschen drauf, so weit sind wir noch nicht. Ich hatte das erst als Foto rausgezogen und dachte, naja, das ist ja ein schönes Foto, aber jetzt erschreckst du die Menschen da. Und dann habe ich einfach nochmal ein Foto genommen, da sieht man dann schon wieder Menschen. Also derzeit läuft es noch so, zukünftig wird es anders laufen. Telekommunikation. Das ist also mein Job. Ich bin Gewerkschafter bei der Telekom, ich bin freigestellter Betriebsrat, aber nicht weiter tragisch bei der Telekom. Ich bin auch ehrenamtlich in Verdi in einigen Funktionen tätig, insofern hat Nicola nicht ganz Unrecht gehabt. Ja, vorne sieht man einen Kollegen, der hat also eine hauchdünne Glasfaser, die er zusammenschweißt, in ein Pigtail, in so ein Sandwich reinlegt, in die Kassette rein verstaut und das geht dann sozusagen in den großen Schrank rein. Ja, das ist also nicht Zukunft, das ist alles schon real. So, ich habe Ihnen mal mitgebracht die Zahlen bzw. auch einzelne Zahlen der Erwerbsarbeit. Der Einzelhandel in Deutschland beschäftigte 2014 also knapp 3 Millionen Menschen bzw. Mitarbeiter, davon 1,15 Millionen in Vollzeit, die anderen alle in Teilzeit, Verkäuferinnen in Teilzeit. Das ist jetzt in dieser Größenordnung schon gang und gäbe. Die Metall- und Elektroindustrie beschäftigt 2015 in Deutschland insgesamt 3,8 Millionen Arbeitnehmer. Die Telekommunikationsbranche in Deutschland beschäftigt 2015 insgesamt 200.000 Arbeitnehmer, wobei die Telekommunikationsbranche hier also nur Vodafone, Telekom, die ganzen Subunternehmer und anderen Firmen, die da tätig sind, sind hier nicht mit aufgelistet. Ich gehe mal davon aus, dass das noch ein weitaus größerer Erwerbsarbeitskreis ist. So, Erwerbsarbeit derzeit. Ich habe einfach mal aus der Süddeutschen Zeitung so einen Artikel rausgeholt, wie die Süddeutsche Zeitung, wie sie es jetzt sieht, die sagen dazu, Uber, also das ist Konkurrenz zu Taxiunternehmen, fahren, Kleinstvermieter werden,
digitale Mini-Aufträge erledigen, immer mehr Selbstständige leben eher von einzelnen Gigs als dauerhaften Jobs und steuern in eine prekäre Zukunft. So, und weil ja die Amerikaner uns immer eine Nasenlänge angeblich voraus sind, wobei mittlerweile in manchen Bereichen sind wir ihnen schon fast eine Nasenlänge voraus, aber in dem Fall wohl noch nicht, schreibt man hier, im Tech-Epizentrum San Francisco liegen die Solo-Selbstständigen Gastgewerbe, Airbnb und Transport, Uber, Lyft im fünfstelligen Bereich. Sie haben sich vervielfacht. Freelancer-Portale wie Upwork haben ihre Nutzer vor allem in den Vereinigten Staaten. Der Verkauf von Handgemachten über Plattformen wie ETSI wird längst mit fiebriger Professionalität und beachtlichen Umsatz betrieben. So sieht das also derzeit aus. Ich habe außerdem noch mal eine Folie, damit man auch sich mal vor Augen hält, womit eigentlich viele Geld machen. Das ist das Milliardenspiel der Mobile Messenger. WhatsApp, ne? Die haben also im Dezember 2015 1.000 Millionen, sprich 1 Milliarde Kunden und haben insgesamt, nachdem sie von Facebook im letzten Jahr übernommen worden sind, 120 volleingestellte Mitarbeiter. Und da bedienen die das alles. Also die mobilen Messenger legen ein ungeheures Wachstum hin und investieren keinen Cent in die Infrastruktur. Telekom und Co. bauen die Netze und schauen beim Messenger-Umsatz und Gewinn in die Röhre. Die brauchen also da nichts abzuführen, nichts. Die benutzen sozusagen die Infrastruktur und bieten ihre Dienste an und machen damit Gewinne, die dann auch, je nachdem welchem Land die Niederlassungen sind, dann die Gewinne hinfließen. An der Stelle einfach bemerkenswert, wenn man sich das mal überlegt. Also Vodafone, Telekom bauen die Netze, halten Mitarbeiter in Größenordnungen vor, bezahlen auch die Mitarbeiter sozialverträglich einigermaßen, so wie ich das aus eigener Erfahrung weiß, und kriegen von diesem Umsatz nichts, gar nichts. Insofern kann man sich sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle vorstellen, wie die Umverteilung funktioniert. Also wenig Mitarbeiter, massiv Gewinn einfahren und das war's dann. Zukunft der Arbeit, die Massenarbeitslosigkeit, so wurde das zumindest betitelt. Ich habe das auch mal rausgeholt, so schlimm wird es hoffentlich nicht. Da sind wir auch mit dran, dass das so schlimm nicht wird. Aber Zeit sagt dazu, die Massenarbeitslosigkeit kommt zurück. Die Digitalisierung zerstört mehr Arbeitsplätze, als sie neu schafft. Zugleich wird der Wettbewerb durch Nullstundenverträge härter. Nullstundenverträge gibt es in Deutschland noch nicht, zumindest noch offiziell nicht, gibt es aber in England. Da hat man also einen Vertrag und wartet darauf, dass man Arbeit kriegt, dann geht man zur Arbeit und dann wird man bezahlt und vorher wird man nicht bezahlt. Das sind sogenannte Nullstundenverträge. Brand 1, Ich AG, Bürgerversicherung, 60-Stunden-Woche, Hartz IV. Schlagworte aus den aktuellen Debatten um die Reform des Sozialstaates, was dahinter steht, geht im allgemeinen Lärm allerdings oft unter, der tiefgreifende Wandel unserer Arbeitsgesellschaft. Das sind also sozusagen Dinge, die im Internet stehen. Und ja, wie sieht die Erwerbsarbeit zukünftig aus? Zum Beispiel Callcenter, das kann ich aus eigenem Erleben sagen, werden also mittel- auch langfristig, wir reden über 5 bis 10, maximal 15 Jahre wegfallen. Also diese Tätigkeiten, die werden derzeit von unseren Beschäftigten in NRT Systems programmiert. Das heißt, es gibt also Maschinen, die einfache Callcenter-Arbeiten derzeit schon wahrnehmen. Und wenn man dort anruft, dann merkt man überhaupt nicht, dass man einen Computer oder einen Rechner dran hat. Das sind nicht die Rechner, die dann sagen, drücken Sie mal 0 oder 1 oder sowas. Also die sind da an der Stelle auch möglicherweise sogar schon empathisch und versuchen da das eine oder andere aus den Worten rauszulesen, was derjenige sagt. Das sind also schon richtig zum Teil gute Rechnersysteme, die schon einfache Calls wahrnehmen und die werden weiter programmiert. Das läuft also in diese Richtung, dass Callcenter-Tätigkeiten wegfallen. Taxi, Uber, selbstfahrende Autos wird es nicht mehr geben. Verkäuferinnen selbst scannen Artikel im Warenkorb, gegebenenfalls RFID-Chips. Also ich habe letztens eine Kasse erlebt, da konnte ich ranfahren, da konnte ich einmal so immer drüber scannen aus dem Warenkorb, ist dann sozusagen alles erschienen auf dem Monitor, Karte rein, raus und weg, das war's dann. Ne? Das war aber noch ein Haufen Arbeit, weil normalerweise geht das ja anders. Es gibt RFID-Chips, ne? Also RFID-Chips hat es doch in der Tat jetzt bei der Cebit jemanden gegeben, der hat sich so ein Teil unter die Haut spritzen lassen und kann damit jetzt seine Tür öffnen zu Hause. Der geht also ran und geht dann zur Tür und die Tür geht dann auf. Aber das bloß mal so am Rande. RFID-Chips kann man auch in einzelne Warengruppen reingeben, beziehungsweise auf ein Etikett draufgeben. Da geht man dann an so einem Scanner vorbei, automatisch wird das Ding gelesen und aufaddiert. Da braucht man schon gar keine Scannernummern, das geht dann so. Also das ist die Zukunft. Das sind unheimliche Produktivitätsfortschritte an der Stelle, die möglicherweise Verkäuferinnen überflüssig machen.
Wir müssen sehen, dass es natürlich neue Arbeitsplätze, Erwerbsarbeitsplätze geben wird. Zum Beispiel Cloud-Manager, Datenmanager. Wer geht mit meinen Daten um? Wer kann meine Daten abfragen? Wie kann ein Unternehmen einfach meine Daten nehmen und mir Werbung zuschicken? So eine Sachen, dass man also wirklich auch versucht, über so eine Zweige eine Erwerbsarbeit zu generieren, das ist sicherlich an der Stelle möglich. Gesundheitsmanager, virtuell oder vor Ort, das sind Dinge, die im 6. Kondratjew bezogen auf Gesundheit sicherlich eine riesengroße Rolle spielen, die auch Erwerbsarbeit möglich machen. Menschliche Zuwendung, zum Beispiel Altenpflege, wir werden es doch verdammt nochmal nicht vom Roboter pflegen lassen. Also da werden wir schon mal, denke ich, so weit auch sein, dass wir sagen, das lassen wir nicht zu. Wir wollen menschliche Zuwendung und menschliche Zuwendung kann nur ein Mensch uns geben. Deswegen wird diese Zuwendung einer Altenpflege auch einen viel höheren Stellenwert zukünftig bei uns haben und müsste eigentlich auch viel, viel besser bezahlt werden. So, jetzt kommen wir zum Fazit, dann bin ich auch schon fertig. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, es ist nichts Neues. Also das, was wir derzeit, die Digitalisierung ist überhaupt nichts Neues. Es gab schon Experten, Makroökonomen, die haben Kondratjew-Rhythmen sozusagen bis ins Mittelalter zurückverfolgt. Ne? Das ist alles überhaupt gar keine neue Erfindung oder Problematik unserer jetzigen Situation. Das gibt es schon seit ein paar, schon seit, wahrscheinlich seit es Menschen gibt, gibt es das. Leider muss man immer wieder feststellen, dass es seit den schlesischen Webern sozusagen, den Maschinenstürmern bisher noch nicht anders passiert, dass diese Transformation zulasten der mit Erwerbsarbeit beschäftigten Menschen geht. Hier würde ein bedingungsloses Grundeinkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in würdevoller Höhe keine Sozialpauschale. Es darf keine Sozialpauschale sein. Es muss eine würdevolle Höhe sein. Es muss auch die Möglichkeit eröffnen, dass ich ins Kino mal gehen kann, auch mal ins Theater gehen kann, ohne dass ich einen Antrag ausfüllen muss, ohne dass ich irgendwo einen Ausweis vorlegen muss, dass ich bedürftig bin. Das muss es geben. Das könnte den Menschen während des Transformationsprozesses der Erwerbsarbeit, ich habe einfach auch Arbeit geschrieben, es ist aber die Erwerbsarbeit, um die es hier geht, könnte Sicherheit geben. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte zukünftig eine viel größere menschliche Kreativität freisetzen, weil niemand mehr Angst haben müsste, gesellschaftlich abgehängt zu werden, wenn man eine gute Idee nicht kommerziell umgesetzt werden kann. Oder wenn man mal eine Auszeit nimmt, wenn man mal in sich geht, wenn man mal selber irgendwo irgendwie mit ins Reine kommen muss und dann seelisch gestärkt in die Erwerbsarbeit zurückkommt und völlig neue Ideen, Feuerwerk an Ideen kundtut, das kann man jetzt alles nicht. Und das würde an der Stelle eine Möglichkeit geben und auch eine Möglichkeit bringen der Gesellschaft. Und wenn man immer wieder die Finanzierung dieses bedingungslosen Grundeinkommens hört, ne, das ist alles finanzierbar. Und das würde auch vieles zurückgeben. Die Menschen würden vieles zurückgeben, wenn man ihnen bedingungslos etwas geben würde, nämlich ein vernünftiges Leben. Das bedingungslose Grundeinkommen würde das Selbstbewusstsein von Erwerbspersonen stärken und damit die Machtverhältnisse in den Betrieben zugunsten der Beschäftigten verändern. Weil die Beschäftigten könnten sagen, wenn meine Arbeit, Wohn- und Arbeit in Magdeburg nach München gelegt wird, dann sage ich, ich fahre da nicht mit, ich bleibe zu Hause. Ich muss bei meiner Familie bleiben, ich muss bei meinen Kindern bleiben. Und das würde mir auf jeden Fall dann die Möglichkeit geben, auch Nein zu sagen. Nicht hinter der Erwerbsarbeit herzuhecheln, meine Familie hinten anzuhängen und dann zu sagen, ich bin irgendwann mal vielleicht, wenn ihr Glück habt, einmal in der Woche, wohl eher einmal im Monat zu Hause. Das würde also ein bedingungsloses Grundeinkommen, das sind über einige Punkte, die da eine positive Rolle spielen könnten. Die würden dieses ganze Thema positiv, ja, beeinflussen. So. Und jetzt bin ich durch, freue mich auf die Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus